Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Wir müssen jetzt diese komischen, ich weiß nicht was es ist, halt aktivieren. Ich weiß auch gar nicht, was da jetzt passieren wird. Wir probieren es einfach mal aus, um was sich dabei handelt. Anscheinend kann ich so den Berg hoch. Oh, aber es sieht nicht gerade ungefährlich aus. Benutze... Klar. Und Umschalttaste, um von links nach rechts zu springen quasi, oder? Aha, okay. Also wenn ein Felsen runterkommt, dann kann ich mit Umschalttaste... Wow. Alter Schwede. Kann ich mit Umschalttaste etwas weiter springen. Und kann ich somit den... Alter! Boah, das war jetzt gerade knapp. Ich bin gerade rüber gesprungen und in dem Moment kam gerade von der Stelle dieser riesige Stein darunter. Aber zum Glück habe ich es überlebt. Und jetzt muss ich eh hämmern. Gut. Was muss ich jetzt benutzen? Diese Teile da? Ah, ich muss weiter rauf, oder? Aber kann ich nicht eigentlich auch mit dem da hochgehen? Müsste ja egal sein, oder? Theoretisch. Also ich glaube mal, dieser Stein da oben wird bald runterbrechen und genau in diesem Moment macht er es auch. Deshalb habe ich mir gedacht, werde ich rüberspringen und der da oben sieht auch nicht gerade hundertprozentig sicher aus. Deshalb gehen wir an diese Seite hoch. Ah, jetzt siehst du, jetzt kommen sie alle runter. Der sieht auch ziemlich gefährlich aus und der packt mich auch. Boah, er hat mich... sozusagen berührt, aber nicht gerade hundertprozentig getroffen. Deshalb habe ich, glaube ich, nur sehr wenig Schaden angenommen. Ich muss nochmal die Lautstärke ein wenig runterschrauben. Klein wenig noch. So müsste es perfekt sein. Gut. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir müssen wohl da raus, oder? Harry, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich immer noch? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre angeschlagen hat. Norton ist tot, weil jemand ist bei ihm genauso dumm. Ja, bla bla bla. Ist mir doch scheißegal, ob du wütend mit mir bist oder so. Ist mir ehrlich gesagt sowas von scheißegal, ob die mit mir wütend ist. Beziehungsweise auf mich wütend ist. Die kann mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Komm, geh mal die Leiter hoch, oder? Ah, jetzt funktioniert's. Endlich. Und wo sind wir denn jetzt? Wir haben wieder mal ein paar Kisten. Juhu. Mit ein paar Platinen. Juhu. Und ein Medipack. Auch wieder mal gut. Ziemlich dunkle Höhle, wo wir nicht gerade viel sehen. Aber was haben wir da gefunden? Ein Standardrahmen. Kompakter Standardrahmen. Gut. Why not? Aber wir müssen da runter. Ich habe da gar nicht gesehen, dass da ein Gang runter geht. Oh, ein Zombie. Ich hab Angst, Mann. Oh, Alter, ich muss die Waffe wechseln. Ne, nicht diese Waffe, ich wollte die andere Waffe nehmen. Die ist zwar auch ziemlich gut. Aber ne, die andere ist deutlich besser. Zumindest kann ich besser damit umgehen. Ich liebe diese Waffe einfach. Habe ich schon quasi seit dem Anfang jetzt. Und sie geht wirklich super eigentlich. Ja, jetzt reicht schon bald. Die kann da nicht ausweichen, die können auf mich reinschlagen und die können gar nichts machen. Ja, super, jetzt kommt dieses Teil da wieder. Und ich bin gleich am Abkratzen, oder? Ich habe wohl keine Medipacks mehr. Ja, ich werde sterben, ich weiß. Ja, danke. 50 Gegner auf einmal. Haben mich in eine Ecke gelockt, wo ich nichts machen konnte. Und dann... Komisch, dass sie mich killen konnten. Habe ich Medipacks? Ja, ich habe zwei mittlere Medipacks. Ich frage mich, wann die großen Medipacks kommen werden. Wir sind ja schon weit über der Hälfte des Spiels jetzt angelangt. Im 13. Kapitel, glaube ich, sind wir. Und wir haben noch keine großen Medipacks gefunden.
Kommen die dann wirklich erst gegen Ende oder so? Ja, wieso kann der jetzt nicht laufen? Oh, schöne Liga. Können wir uns mal hinlegen dort? Ein bisschen die Sonne genießen, oder? Ja, warte mal. Lassen wir mal alles rausfahren. Somit hätten wir es. Und dann macht der Isaac wieder mal Faxen, die Treppe hochzugehen. Der hat immer ein kleines Problem damit. Mir geht es zwar auf den Sack, dass da die ganze Zeit auf die Treppen rumgelaufen werden muss. Aber ja. Dann lassen wir mal die Gegner kommen. Oh, ich könnte mal wirklich nachladen, oder? Ja, zum Glück haben wir richtig viel Munition, denn da muss ich mir wirklich keine Sorgen machen die ganze Zeit. Weil Munitionsmangel kann das jetzt nicht gerade bezeichnen. Also da sind mal keine Gegner. Gut, da sind Gegner. Headshot, aber er lebt trotzdem noch. Finde ich immer lustig, diese Gegner, die kann man einen Headshot reinballern oder was weiß ich was. Aber sie kriechen weiter. Ist ja echt geil. So gut sind ja keine Menschen. Vielleicht den Kopf oder so brauchen zum Leben. Zumindest brauche ich keinen Kopf zum Leben. Ja, Entschuldigung, wie soll ich das bitte überleben, wenn da 30 Gegner auf mich einschlagen und ich kann nicht weglaufen? Aber jetzt ohne Scheiß, Alter. Jetzt sterb mal. Oder soll ich jetzt Schrotflinte oder so verwenden? Ja, ich hab verstanden. Du magst mich nicht. Ich darf nicht. Alter. Jetzt kommt so ein Spaten wieder. Ich hab, glaube ich, gar keine Medipacks mehr, oder? Ja. Dann ist die letzte. You are deaf. So, I can take the money. Oh, fuck, hat der mich erschrocken jetzt. Ja, noch zwei oder was? Wo kommen die jetzt plötzlich wieder her? Jetzt chill doch mal alle mal eine Runde. Alter, chill doch mal eine Runde alle. Was haben wir denn da? Ein Medipack, super. Leider nur ein kleines Medipack, aber besser als gar nichts. Da habe ich lieber ein kleines Medipack. Und sonst haben wir da nichts oder was? Da drüben ist zwar eine Kiste, ich hoffe, mit dem Medipack wird. Wollte gerade sagen, hoffentlich mit dem Medipack. Und da haben wir eine. Und einen Rahmen. Okay. Schauen wir mal, ob der Wegweiser eingeschaltet ist. Ja. Beziehungsweise eingeschaltet, ob er funktioniert. Dann kann ich weder einen noch ausschalten. Dann nehme ich meine Schrotflinte raus. Yeah! Mit einem Schuss war der total weg. Also mit der anderen Waffe hätte ich wohl mehrere Schüsse gebraucht, aber mit dieser Waffe ist halt schwer zu zielen, weil viele Gegner sind, ist glaube ich die andere Waffe besser. Wo muss ich denn hin? Da ist ja voll das Labyrinth. Ist ziemlich schwer hier einen Weg oder so zu finden. Oh, das sieht nicht gerade nach Runterspringen aus hier. Ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Komm hier. Ach so, ich kann da rein. Oder? Ach so, ich habe nur den Anruf abgebrochen oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Jedenfalls weiß ich nicht, wie ich jetzt da rüberkommen soll. Kann ich da nicht irgendwie reingehen oder so? Oder vielleicht irgendetwas abballern. Ja, diese Lichter da können abballern, aber ich weiß nicht, ob das etwas bringt. Ich probiere mal alle abzuballern. Vielleicht passiert ja dann etwas. Jetzt hätte ich alle Lichter abgeballert, aber da passiert nichts. Ah, da können wir drehen. Ja, wieso sollte auch etwas passieren, wenn ich die ganzen Lichter kaputt mache? Ah, ich muss dieses Zahnrad da hoch bringen irgendwie. Dann kann ich wohl in den Aufzug da reingehen, oder? Ellie, kannst du ihn sehen? Jawohl schon. Ellie? Oh Gott! Vorsicht! Hinter! Hinterlich! Ach Scheiße! Versuchen wir es zu verjagen! Ellie! 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 Nein!
Alter, was geht denn bei denen hier ab? Wurden die gerade von Monstern oder sowas in der Art angegriffen? Aber kann ich den Nerv sogar nicht verwenden? War der nur da, um den Weg abzublockieren oder was? Ja, anscheinend muss ich da runterlaufen. Ich frage mich wirklich, was gerade mit Ali und so los ist. Ich hoffe, ihr geht es möglichst gut. Aber warte mal, da oben kann ich auch noch etwas machen, oder? Ne, okay, das war schon aktiviert jetzt. Aber da unten warten auf jeden Fall Gegner auf mich. Super. Oh, erschreckt mich nicht so, du Spaß. Ja, fahr zur Hölle, Alter. Und killt mich nicht wieder, alle. Fuck. Noch ein Treffer und dann bin ich wohl tot, ne? Oder zwei vielleicht, denn ich habe nur ein paar Level in der Anzeige. Aber nicht gerade in Masse, leider. Ja, jetzt bist du bald tot, oder was? Bist du noch 2 Stunden rumschleichen? Du hast sowieso keine Chance mehr, wenn du auf dem Boden liegst. Die wollen wohl alle sterben, oder? Oh, der lebt noch. Nein, ich kann mich nicht von denen killen lassen jetzt. Genauso wenig von denen hier. Aber ich habe es irgendwie geschafft, den sofort zu killen. Cool. Ja, bitte gebt mir nicht nur Money, ich brauche Medipacks, Alter. Und ich sehe mal gar nichts. Ohne Scheiß. Ich nehme mal meine Schrotflinte raus. 7 Kugeln habe ich in der Schrotflinte. Aha, da kommen sie. Wow! Boah, du fucking Hurensohn, ey. Und wo sind wir jetzt wieder? Okay, wir sind wieder hier, okay. Ja gut, so weit sind wir jetzt nicht hinten gespawnt. Es geht schon. Gibt schlimmere Stellen. Oh, fuck. Nein, wegen 2 Sekunden, wo ich noch hätte drücken sollen, ist jetzt wieder komplett zurückgerutscht, leider. Fuck. Dann eben nochmal. Gut, lass mich vorbei. Wir holen uns wieder die Kisten da mit was weiß ich, was für einen Inhalt. Und da kennen wir hier diese komischen Viecher. Wow. Ich wusste zwar, wo sie spawnen, ich habe aber gerade nicht daran gedacht und sind wieder voll erschrocken. Lass ich nicht nochmal killen von diesem Zombie-Ding. Necromorph, nicht viel. Ich nehme wieder den Schrotflinte raus. Aber es ist besser, wenn ich in einen Ort hingehen würde, wo sie mich nicht treffen können. Ich bin gleich tot. Ja, verpiss dich, du Spast. Oh, der kennt mich jetzt. Der kennt mich, der kennt mich. Aber sowas von, nee. Ich habe überlebt, aber jetzt bin ich tot. Ja, okay, ich cutte es einfach rein. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich diese paar Gegner da besiegt habe. Bis gleich. Die ganzen Gegner jetzt mit der Schrotflinte einfach gekillt. 2 Schüsse drauf und dann waren sie auch alle tot. Ja, muss sagen, diese Waffe da ist eigentlich ziemlich chillig. Wirklich eine ziemlich gute Waffe. Die sind jetzt auch alle tot, glaube ich. Schussen wir noch 2, 3 Mal drauf, vielleicht gehen sie ja Rohstoffe frei. Wow! Da lebt noch einer. Fuck. Die spawnen die alle immer hinter mir und nicht vor mir. Sieht man nie, ob einer noch lebt oder nicht. Sind wir da nicht hergekommen von dieser Höhle da? Nee, aber das zeigt schon richtig an. Wir müssen jetzt wieder hochklettern anscheinend. Und da drüben finden wir auch wieder einen Rahmen oder sowas in der Art. Munitionshilfe habe ich gefunden. Keine Ahnung, worum es sich dabei handelt. Werden wir dann in der Bank sehen, worum es sich handelt. Dann gehen wir wieder klettern. Mal schauen, ob wieder mal ein paar Steine runterkommen. Oder besser gesagt, Necromorphs dieses Mal. Statten uns den Besuch ab. Alter. Wie soll ich denn Necromorphs und Steinen ausweichen? Was kommt da jetzt runter?
Ja, den kann ich von da nicht treffen, von da aber. Ja, ist mir doch egal, ob der da drüben rumhängt, solange er nicht mich angreift. Kann er ruhig da drüben rumklettern. Da muss ich wohl rüberspringen, oder? Wow, wer hat mich denn jetzt getroffen, der Stein oder was? Gut, das Vieh habe ich getötet, dann muss ich auf diese Seite rüber. Ich hoffe mal, dieses Viech bekommt mich jetzt nicht. Wow, was können die da rumschießen? Gut, das müssen wir gekillt haben, aber da drüben ist so ein scheiß Monster. Ja, das hat mich gefangen, scheiße. Ich versuche mal abzuhauen einfach. Und wir sind ja auch gleich oben, deshalb haben wir es geschafft. Gut. Gefrorene Camps. Hä, was war das? Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Gut, damit beende ich diesen Part hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.